In Europa bauen wir Brücken. Wir verbinden, wir trennen nicht. In meiner Zeit als Regionalkommissar habe ich den Bau von rund 3000 großen und kleinen Brücken in Europa genehmigt. In dieser Zeit war es mir möglich, eine Brücke auch zu eröffnen, die mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Und ich habe hier als Erinnerung ein Modell, das in meinem Büro steht. Es ist eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke in Nordirland, in Londonderry, Derry, die einen protestantischen mit einem katholischen Stadtteil verbindet. Und diese Brücke hat innerhalb kürzester Zeit zwei Stadtteile miteinander verbunden, mit Menschen unterschiedlicher religiöser Bekenntnisse, die letztlich ganz massiv dazu beigetragen haben, dass sich die Menschen besser miteinander verstehen, friedvoller miteinander umgehen. Und wir sehen gerade heute, wie wichtig es ist, diese Errungenschaften etwa in Nordirland, das leider Gottes nicht mehr zur Europäischen Union zählt, zu erhalten. Aber es zeigt, was Europa leisten kann. Wir können Brücken bauen, wir können verbinden und wir überwinden das Trennende. Und darauf können wir stolz sein. Das ist unsere Aufgabe, nicht nur in Europa, sondern ehrlich gesagt auch für die ganze Welt.